Was geht ab, Community? Das ist bei Konsole Gaming mit einem weiteren Part von den Turtles, ja, Quadrologie sozusagen. Diesmal ist Raphael dran, der Kleine mit seinem Essstäbchen. Und ich würde sagen, da sehen wir uns gleich wieder. Der Green Arrow. Ich habe sowieso gerade nach Streit gesucht. Es geht nur ums Gewinnen. Oh, ganz wie du willst. Legen wir los. Los. So, das war zwei Stufen doch. Das ist nämlich die Wut, die Raphael hat. Die kann man nämlich perfekt ausnutzen. So. Oh. Nope. Wer mehr trainiert, kann auch mehr gewinnen. Wer mehr trainiert, kann auch mehr gewinnen, ja. Läuft nicht ganz so, wie ich will. Schaut euch die Kombo mal an. Muss mich an diesen Turtle jetzt gewöhnen. Mann, das habe ich verpatzt. Das beeindruckt mich mal gar nicht. Naja, immerhin. Raphael ist kein Recht. Raphael gewinnt. Fett. Wie wär's mit einem Kampf gegen mich? Mir fehlt es wohl an Manieren. Das dumme Gelaber hört nie auf, Alter. Los. Ja, er ist eindeutig der Aggressivere. Ja. Ich weiß nicht, ob er dadurch auch stärker wird automatisch. Oder ob er... Ich weiß es nicht. Hat er einfach Schild eingesetzt. Raphael gewinnt. Meine Güte. Pepperoni. Oh, da trafen ja zwei aufeinander. Also du hast echt Prügel verdient. Ich sehe die Zukunft in Blut getaucht. Klar, und ich bin ein Renaissance-Künstler. Los. Knallhart, ey. Ah, ich liebe Raphael. Das ist klasse. Klar, und ich bin ein Renaissance-Künstler. Let's go.
Jump doch mal. Also du... Er hat schon recht, du hast Prügel verdient, ey. Du bist so dumm, wie du hässlich bist. Scheiße. Geh auf und du stirbst schnell. Schade. Konnte ich gar nicht mehr machen. Schade. Beim nächsten Mal. Pepperoni. Halle. Du bekommst eine richtige Abreibung. Du wirst alle Hände voll mit mir zu tun haben. Mann, ich liebe das Turtle-Leben. Los. Come on. Let's go. Na komm her, na komm her. Schade. Zurück in dein Loch. Boah, 42%. Vielleicht wirst du durchlöchert. Trau dich doch, Loser. Loser. Nee. War ganz so geplant, aber es war cool. Raphael gewinnt. Das war cool. Enchantress. Ich bin eine krasse grüne Kampfmaschine. Ein Happen für zwischendurch. Das dachte Krang bestimmt auch. Los. Sieht der nicht Hammer aus? Da hast du jetzt mich vermasselt. Du kriegst gleich Krötenprügel. Er hat's angekündigt. Hexanimo Magica ex mortem. Was? Das beeindruckt mich mal gar nicht. Und mich auch nicht. Was für ein Spin-Kick, ey. Nix da, Enchantress. Raphael gewinnt. Fett.
der Flash. Lauf, solange du noch kannst, Alter. Ich kann die Schallmauer durchbrechen. Klar, und ich bin ein Renaissance-Künstler. Los. Immer wieder passend, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nix da. Ich hetz dich zu Tode. Trau dich doch, Loser. Schade. Ich krieg da nicht hin. Kann doch nicht sein. Rote Streifen sind schwer zu erwischen. Let's go! Tja. Raphael gewinnt. Oh! Warum so eifrig, Prinzessin? Verzweiflung wird meine Flammen nicht löschen. Du klingst genau wie Leo. Los! Wollte ich eigentlich gar nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich schlaf hier gleich ein. Schon Sterne? Das ist ein Fehler. Nie ein Turtle. Das war ein Fehler, Madame. Das war ein eindeutiger Fehler. Raphael gewinnt. Leo sagt, wir machen dich alle. Es gibt keine Hoffnung für dich. Wer braucht Hoffnung? Ich hab's drauf. Los. Come on. Come on. Come on. Nicht zurück in dein Loch. Bye.
Scheiße, ey. Der war aber gerade gnädig. Klasse! Klasse, beim ersten Mal direkt gepackt. Oh, Gott sei Dank. Schon muss nochmal das Ende an von den Turtles. Klasse. Boah. Du fragst dich garantiert, wohin wir verschwunden sind, oder? Das war Krang, Mikey. Ruffy? Die wissen vielleicht nicht, wer Krang ist. Donnie? Klar, Leo. Krang ist ein utromischer Krimineller, der zum Despoten der Dimension X wurde. Er ist... Ja, mag schon sein. Aber egal. Wir sind die größten Helden unseres Universums, oder? Deshalb wollte Krang uns in die Dimension X schleudern, um seine Invasion einzuleiten. Wir sind aber auf einer anderen Erde gelandet. Ziemlich abgefahren. Krang schickte uns durch das Multiversum in ein Universum mit einzigartiger Schwingung. Einer makrokosmischen Konstellation von... Spar dir dein schlaues Gelaber, Donnie. Chill mal, Ruffy. Jedenfalls hätte es uns nicht überraschen sollen, dass auch dieses Universum einen intergalaktischen Despoten hat. Wir wussten, wir müssten Brainiacs stoppen, oder... Komm doch einfach zum Punkt, Bro. Nach Brainiacs Totalausfall habe ich diese Clown-Lady nach einer guten Pizzabude gefragt. Und sie nur so... Ich geb euch, Turtles, meine super salzige Pizza. Ich schwör's euch, das war die beste Pizza ever. Krang hielt uns für geschlagen. Aber am Ende ging sein Plan nach hinten los. Das Supersalz auf Harleys Pizza? Essbare Nanotechnologie namens 5U93R. Es hat kurzzeitig unsere Physis verstärkt. Einfacher gesagt, wir wurden Ultra-Turtles. Krang hatte keine Chance. Ja, yeah. Man könnte sagen, dieses kleine Abenteuer hat uns ein turteltastisches Upgrade verpasst. Oh Mikey, das war echt lebig. Selbst Shredder ist lustiger als du. Das war echt mies. Labert nicht, Leute. Der war super. ich werde das Ende irgendwie nie leiden. Das ist klasse, wie die aufgeräumt haben am Ende. Das ist einfach nur Hammer. Ja, aber gut, ich würde sagen... Dann mache ich jetzt hier einen kleinen Break. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Turtle wieder, der auch der letzte sein wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen. Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Playthrough wieder. Bis dahin und tschüss.